Gut, dann ja, herzlich willkommen alle zusammen in der Kirchgasse-Galerie. Wir nehmen es auf, manche, die das anschauen, wissen nicht, dass es in Steckborn ist und dass Steckborn am Bodensee ist. Also Kirchgasse-Galerie in Steckborn am Bodensee zusammen mit Jackie Grassmann und Sarah Lehnerer. Was wir heute hier machen, ist das Format heißt Texte zum Nachdenken. Texte zum Nachdenken ist eine Reihe mit Lesungen, die ich organisiere. Ich bin Benedikt Bock. Hallo. Heute stellen wir das Buch vor, was zu deiner Ausstellung zusammen mit herausgekommen ist. Das heißt Fireflies in the Dark, Letters on Ambiguities und ist ein fortlaufender digitaler Briefwechsel zwischen den beiden Damen, die neben mir sitzen. Ich stelle euch zwei kurz vor. Sarah Lehnerer is a Berlin-based artist and researcher. She works with methods of collaboration, polyphony and intertextuality in the media of drawing, painting and auto-theory/fiction. The auto, the self, is not a purely personal or individual place in this approach. Searching for the structurally general in the personal and intimate is not just a matter of attitude, but marks the crucial fulcrum of her artistic practice. Lehnerer has been awarded the Carl Schmidt Rotluft Stipend, among other prizes. Her work has been presented at Stadtmuseum Berlin, Kunstverein Göttingen, Neuer Essener Kunstverein, Manifesta 2018, ZKM Karlsruhe and others. Jackie Grassmann ist Künstlerin und Autorin und lebt zwischen Berlin und Wien. Sie arbeitet mit Text und Sprache in verschiedenen Medien und verwebt dabei autofiktionale Strategien mit theoretischen und gesellschaftskritischen Elementen. Im Dialog mit Künstlerinnen und Kolleginnen verfolgt sie einen postgenialen AutorInnenbegriff, der Schreiben und künstlerische Praxis als eine Arbeit mit und in Abhängigkeit von anderen und anderen versteht. Ihre Texte und Arbeiten nehmen das Marginalisierte, Ephemere und Ambige in den Fokus. Jackie Grassmann publiziert in verschiedenen Magazinen und stellte zuletzt im Kunstverein Arnsberg und Heilbronn aus. Sie studierte Kunst- und Kulturtheorie in Berlin und Tel Aviv sowie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Das haben wir jetzt schon mal geschafft. Komm, wir fangen an. Wir fangen einfach an und dann lesen wir ein bisschen und dann reden wir ein bisschen. Vielen Dank. Ja, danke. Let's do it. Okay, dann springen wir direkt rein. Und zwar zu 17.06 Uhr am 6. August 2021. Liebste Sarah, in den Texten, die die Teilnehmenden unseres Workshops geschrieben haben, die ich heute gesichtet und erbarmungslos auseinandergerupft habe, finde ich das Fragment: Auch Leerstellen können scharfe Kanten haben. Das erklärt sich mir, wenn ich die Leerstelle als geometrische Figur sehe, die immer einen Rand hat, ob nun rundherum oder nur an Anfang und Ende. Je gewaltsamer das entschwunden ist oder entfernt wurde, was das Etwas vor dem Nichts war, desto schärfer und splittriger muss die Abrisslinie sein. Ich glaube, unsere Leerstelle, die Schreibleerstelle, hat recht geschmeidige Kanten. Es ist eine weiße Leerstelle mit flimmernden Enden, viele unbeschriebene Seiten, an die oft, sehr oft gedacht wurde und die somit auch irgendwie existieren, denen man durchaus ein Dagewesensein zusprechen kann. Möglicherweise gibt es die ein oder andere raue Stelle, die wir bei Gelegenheit beleuchten können. Für jetzt, denke ich, lässt sich das Nichtgeschriebene ganz gut in die Hand nehmen und mit ihm den Fortsatz beginnen. Witzig, ich vertausche erst wie so oft V und F, dann liest man Vorsatz auch nicht falsch. Das andere, was die Erfahrung noch zeigen muss, ist, welche Auswirkungen es auf unsere Briefe hat, wenn sich die räumliche Distanz minimiert. So oft wie dieses Jahr hatten wir uns noch nie. Nach all den Briefwechseln, die ich gelesen habe, zuletzt der zwischen Hannah Arendt und Mary McCarthy, sie erinnern mich an uns oder ich wünsche mir das,
erkenne ich nämlich ein sehr interessantes Element, das sich stets zu wiederholen scheint. Die Entschuldigung für die Distanz zwischen der Schreibenden und der Empfangenden und der Wunsch, sie zu überwinden. Ja, wirklich, man findet kaum einen Brief, der sich nicht für seine Verspätung, zu wenigen Worte, zu kurzen Ausführungen, Mangel an Zuwendung, Zeit, Nerven oder Muße entschuldigt. Und ebenfalls gibt es kaum einen, der nicht beteuert, wie sehr man sich die Empfängerin herbeiwünscht, wie schmerzlich er vermisst wird, wie sehr man sich wünscht, dass sie bald komme, dass man kaum den nächsten Brief erwarten kann, sich wieder in die Arme zu schließen, zu küssen, im selben Zimmer Worte zu tauschen. Ich denke, wir können uns darauf verlassen, dass es kein Sattsein geben wird. Nie ein Genug an Austausch, an Reibung, Gedanken und Gefühlen und die Sehnsucht nach mehr, selbst im Sprechen nie ganz versiegt. Wir dürfen also noch auf so viele Entschuldigungen und Ausflüchte hoffen. Ich habe sie lieb gewonnen. Auch ist es ja so, die meisten Projekte, die allermeisten Gedanken, Ideen, Anfänge bleiben unvollendet und abgebrochen. Stell dir die Masse all der unvollendeten Bücher, Bilder, Gespräche, Leben vor. Wie klein daneben der Haufen an fertigen Dingen, die auch als solche benannt werden. Wir weben also weiterhin einen Teppich mit vielen Löchern, dessen fallengelassene Fäden überall aus dem Stoff herausbaumeln. Der Punkt ist, dass das Leben ständig weitergeht. Es will einfach nicht aufhören, uns neue Ereignisse aufzutischen, die wir schlucken und verdauen müssen. Mein Nachbar hat mich vor kurzem gefragt, ob ich hier auf der Couch sitze, nichts mache und einfach denke. Nie. Jeder freie Moment ist verstopft mit dem Versuch, die kommenden Momente zu sortieren oder mit Ablenkungsgeräusch wie Instagram, dem Deep-Hole-Internet. Jetzt, wo ich wieder Arendt lese, wird mir erneut bewusst, was für eine Arbeit Denken ist. Wirklich harte Arbeit. Nicht aufzuhören bei den ersten zwei Schritten, sondern den Dialog mit sich selbst weiterzuführen und noch weiter und dann noch einmal weiter. Beim Sport drängen ein schwer werdende Muskeln und eine immer enger werdende Lunge zum Aufhören. Beim Schreiben ist es die Konzentration, die anfängt, ungeduldig auf und ab zu hüpfen, und die Seele, die ihr Feuer der Konfrontation mit Trivialitäten löschen will. Ich glaube, diese Art von Denken betreiben wir alle recht selten. Aber diese Briefe, die sind ein Ort dafür. Ach, außerdem habe ich verlernt zu schreiben, das wollte ich noch sagen. Ich verlerne es immer wieder. Es gibt zwei Arten des Verlernens. Eine hat mit dem zitternden Mut von Neuanfängen zu tun. Die andere ist ein geduckter Rückzug unter die Kruste der zerlumpten Allgemeinplätze. Das Verlernen, das mich überfallen hat, ist eben keines, aus dem sich Mut schöpfen lässt, keines des wertvollen Ausbleibens der Worte, keines des brauchbaren Zurückfallens in Laute, dort, wo Sprache derart auf- oder abbricht, findet man im stotternden Zusammenkratzen der Konsonanten und Vokale etwas Neues. Das mickrige und auch gefährliche Verlernen ist ein Verfallen in Sprichwörter, Redewendungen, in Floskeln, so ein hässliches Wort, hingeschnoddert, flodder, ekel, in den Strom der Sprache, der über das hinwegrollt, was man Gesellschaft nennt. Es ist einfach nur Sprache. Aber es ist auch Ideologie, Lehre, Carelessness. Und da falle ich rein und dann hört alles auf und ich fange an, mich vor mir selbst zu ekeln, sobald meine Lippen einen Spalt auseinandertreiben. Und dann muss man sie wieder zerhacken, die Sprache, klein machen und gegen die dicken Phrasenwolken abgleichen, vor dessen Hintergrund man sie hält, um in den restlichen Sonnenstrahlen ihre genaue Beschaffenheit zu erkennen, ihr Wesen zu durchleuchten, ein Spotlight in ihr Unterbewusstsein zu richten. Wenn wir also nicht einfach weiterschreiben, faul und vollgefressen auf dem Bett der allgemeinen Phrasen, der missbrauchten Sprache, bleibt die Frage, was für eine Sprache verlangt unsere Welt von uns, Sarah? Je t'embrasse, Jackie. 5.21 Uhr, 29. September 2021, selber Tag, Nachmittag. Ich sitze auf dem Dach, über mir ein Handtuch gegen die Sonne und lese deinen Heinz von Förster. Dass D. und Co. die Kybernetik im Süden Amerikas suchten, macht mehr und mehr Sinn, je länger ich darüber nachdenke. Försters Kybernetik-Texte beginnen mit seinem Interesse für natürliche Magie und jener Geschichte von Hoffmann über den Kater Moore, der seine Biografie auf den abgelegten Blättern seines Meisters schreibt. Beim Druck verschmelzen die Geschichten der beiden. Die Biografie des Katers und die Forschung des Meisters werden zu einer Geschichte, die lesbar bleibt, da sie den gleichen Ausgangspunkt, vielleicht ein gemeinsam geteiltes Leben haben und von diesem aus in verschiedene Richtungen erzählen.
Die einzelnen Stränge bleiben getrennt, dennoch verschmelzen sie im Kopf beim Lesen zu einer Zickzackwelt über uns. Ist das magischer Realismus oder Kybernetik? Der magische Realismus in meinem Kopf ist sprunghaft, wenn nötig, ohne Zeit. Er besitzt die Kräfte des Traums. Kybernetik hinterlässt keine Lücken. Alle Wege bleiben immer sichtbar. Logik schließt die zackige Lücke. Auf dem langen Flug hierher saß ein Mann in einer bodenlangen Mönchskutte neben mir. Er hat ein großes, metallenes Kreuz umgehängt. Seine Atemschutzmaske war schwarz mit einem dieser Totenschädelmünder darauf. Seine Hände waren voller Tätowierungen. In der Dunkelheit, als wir die Nacht um 7 Stunden rückwärts verlängerten und dabei den Atlantik überquerten, leuchteten als einzige Lichtquellen die Bildschirme in den Sitzlehnen, auf denen das Unterhaltungsprogramm für die Schlaflosen lief. Durch die Dunkelheit des Fliegers strahlten mir jedes Mal, wenn ich die Augen öffnete, um meine Beine in die andere Richtung in den Holzklassesitzen zu verklappen, eine Vielzahl kleiner Rechtecke entgegen, auf denen allen ein brutaler Kampf ausgetragen wurde. Mensch gegen Mensch, Mensch gegen Maschine, King Kong gegen einen anderen Riesenaffen, Maschine gegen Maschine, Mann gegen Frau. Vielleicht beruhigt die Schlaflosen die im Rechteck des Bildschirms gebannte Gewalt. Vielleicht ist Gewalt auch eine der Handlungen, für die manche kein Nachdenken erfordert. Ich weiß es nicht. Ich schaue solche Filme ungern. Meistens spüre ich die Schmerzen der Schläge im Film selbst auf der Haut. Wenn sich jemand übergibt, muss ich würgen. Hohe Gewalt ängstigt mich einfach, weil es sie gibt, wirklich gibt. Und sie eines der Dinge ist, die ich nicht verstehe. Keinen Begriff des Aktiven dazu habe. Den Mönch neben mir und die im Dunkeln vor den geschlossenen Augen nachflackernden Bilder nahm ich dann mit in die halbwache Zwischenwelt, in der die Gedanken sich verselbstständigen und zu träumen werden. Wir tun es jeden Tag, den Magic Leap, in dem die gezackten Lücken mit einem anderen Stoff geschlossen werden als mit dem der Logik. Und ich denke auch hier beim Tippen gerade, erst das Aufzeichnen macht die Magie wieder zur Karte. Ich frage mich, ist alles Zweidimensionale eine Karte, ein Plan oder ein Schema, ein Muster oder ein Ornament? Hier hört mein Denken gerade wieder auf. Wie du in deinem letzten Brief so gut beschreibst, ist das hier Arbeit. Manche Geschichten erzählen sich von allein, manipulieren die Erinnerung im Flug und formen sich neu. Ich schaue dann manchmal selbst eher interessiert zu, wie sich die Buchstaben auf den Bildschirm werfen und einen Abdruck des Gedachten und Erlebten hinterlassen. Manchmal aber beginnt ein Satz, ein Gedanke mit einer Ahnung und der Bogen bleibt offen. Der Kreis lässt sich nicht schließen, der Gedanke bleibt unvollendet. Das nervt und bedeutet Arbeit, bedeutet reinhören und hinhören. Was der Mönch, die Gewaltbilder und die 7 Stunden gegen die Zeit fliegen mit Kybernetik oder Magie zu tun haben, muss ich später weiterdenken. Wieder ist der Akku leer, gerade geht das schnell, der Computer ist alt. Hier auf dem Dach ist es laut, es lärmt aus jedem Loch. Vorhin hat jemand sehr schön gesungen, ein Radio, ein Auto mit Bananen im Kofferraum und einem Tonband, das sie Fall bietet. Nachmittags kommen die Regenwolken. Wir verlassen langsam die Regenzeit, aber am Abend holen sie das Tal immer noch ein. Ich bin verloren, merke, dass ich mich heute nicht mehr richtig bewegen kann in die Stadt hinein, die mich durch den Schleier ängstigt. Die Finger auf der Tastatur, den Faden zwirbeln, bleiben gerade die einzigen Verbindungen zum Boden. Ich halte mich fest. Jackie, so viele Monate ohne das Schreiben an dich. Diese Art des leisen Sprechens über alles hat mir gefehlt. Ich lasse den Faden jetzt vorsichtig los. Bis bald. 8.13 Uhr, 1. Oktober. Heute ist der 1. Oktober. In meinem persönlichen Orakel, Antoinette's Daybook, schreibt sie am 1. Oktober 1974, also vor 47 Jahren, "My observation that placement in itself had meaning reinforced my intuitive conviction that Plato was right in thinking the material world a reflection of laws it serves to exemplify." Die Erkenntnis, dass die Platzierung von Materie an sich Bedeutung hat, macht das Leben zunächst mal zu einer immerwährenden Übung im analphabetischen Schreiben. Nur, wie sollen sich all diese willkürlich oder bewusst platzierten Zeichen und ihre jeweiligen Gesetzesmäßigkeiten erfassen, geschweige denn lesen lassen? Wie viele Lenguas Muertas, der Titel eines Buchs, das ich am nächsten Abend kaufen werde, hinterlässt allein ein einziger Tag, eine Minute Lebendigkeit? Erinnerst du dich, dass ich dir in einem anderen Brief mal über die Geschichte mit der Unendlichkeit von Klang schrieb, dass sich alle je gemachten Geräusche als Schallwellen für immer im Raum befinden und sich nur ihre Frequenz ändert?
was wird in 47 Jahren, also 2068, zu hören sein? Würde mich jetzt jemand fragen, was ich unter Science Fiction verstehe, würde ich sagen, ein Buch mit dem Titel 2068, das von mir, Android, magischem Realismus und dem kulturellen Irrglauben an Symmetrie und Linearität handelt. Narzissmus wird auch eine Rolle spielen. Bis bald, deine Sarah. Sollen wir da kurz einhaken? Gut. Es gibt so diese eine Stelle in dem einen Brief von Sie, Jackie. Da sagst du, nach all den Briefwechseln erkenne ich nämlich ein sehr interessantes Element, das sich stets zu wiederholen scheint, die Entschuldigung für die Distanz der zwischen den Schreibenden und der Empfangenden und der Wunsch, sie zu überwinden. Das ist ja so sehr utopisch, dass das passiert, wenn man sich gegenseitig Briefe schickt, weil man bleibt ja immer noch da, wo man ist. Also was ist das eigentlich für ein Format, sich gegenseitig Briefe zu schreiben? Ist das ein literarisches Format oder ist das in eurem Fall ein digitales literarisches Format? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, da anzufangen. Du kannst auch sagen, hier steht noch, wie ist es dazu gekommen? Das ist auch eine Möglichkeit. What has happened? Ja, ich glaube, da steckt auf jeden Fall nicht nur ein Wunsch nach Nähe dahinter, der dann vielleicht so geäußert wird, sondern auch vielleicht so ein Wunsch, wie so einen gemeinsamen Raum zu haben, mit dem man was machen kann oder in dem was passiert. Und entstanden ist es eigentlich zufällig. Wir wollten ein Projekt zusammen machen. 2020 war das, ne? Genau, und haben dann irgendwie, und wir waren in zwei Städten zu der Zeit, und es war natürlich Corona, wie wir alle wissen. Du in Berlin, ich in Wien. Und dann haben wir irgendwie so einen Google Doc angelegt und haben einfach gesagt, dass wir da mal so Ideen sammeln, für was wir machen konnten. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was wir irgendwie machen wollen. Und dann haben sich da so ein paar Sachen angesammelt und irgendwie, aber dann immer mit Ansprache. Und daraus ist dann ja einfach so über die Zeit das so entstanden, dass wir uns gegenseitig geschrieben haben und dass das auch, obwohl es digital ist und ja kein Brief, also das ist auch nochmal ein Unterschied. Das werden wir auch immer wieder gefragt, ob das quasi per Hand oder per Post passiert. Und genau, und in diesem Raum haben wir uns angefangen, gegenseitig zu schreiben, in diesem Google Docs, und haben dann auch irgendwann festgestellt, dass das total viel mit uns macht und total viel passiert und dass wir eigentlich gar kein anderes Projekt brauchen, sondern dass das jetzt irgendwie unser Projekt ist oder dass wir irgendwie dabei bleiben wollen und irgendwie schauen wollen, was da passiert. Genau, und dann ist das irgendwie entstanden, erstmal eigentlich auch ganz ohne den Gedanken, dass irgendwie, es war für uns einfach auch damals sehr wichtig, im Austausch zu sein und in dieser Zeit und gewisse Dinge zu besprechen, was gerade passiert, auch mit der Welt. Erst viel später kam dann irgendwie der Gedanke, ob man das vielleicht auch nach außen oder teilen kann. Das. Genau, du hast gerade, habe ich sogar schon gesagt, also es ist wie ein Ort oder so, den ihr so zusammen aus den beiden eigentlich Orten, die, wo ihr seid, immer wieder besuchen könnt. Ihr habt das schon mal geteilt in einer Lesung im Radio. Mhm. Das habe ich mir angehört und da ist dann, was dann passiert ist, ist tatsächlich, ja, auch obwohl ich erst da einmal getroffen hatte und dich noch gar nicht, ich habe mich euch sehr verbunden gefühlt. Das heißt irgendwie, dass mit der Nähe ist sogar für mich als Zuhörer irgendwie aufgegangen. Wie funktioniert das für euch? Also funktioniert das auch so? Ist das ein Ort von, weiß ich nicht, sowas wie Sicherheit oder ist das eine Art von Ritual geworden oder eine Routine, zu der man zurück kann oder so? Wie ein Haus oder? Also ich glaube, vielleicht um noch da was anzufügen, was du gerade gesagt hast, Jackie, ich glaube, das Erstaunliche war echt, dass normalerweise, wenn man so Dokumente teilt, um Gedanken auszutauschen,
dann notiert man so Fragmente. Aber der Beginn war von Anfang an ein fließender Text. Also es gab keine singulären Gedanken, sondern ich glaube, so dieser Moment, die Sprache zu benutzen, um etwas mitzuteilen, was sich nicht in der Information, sondern nur in einem Fluss und in einer Artikulation überhaupt ausdrückt, das war einfach das Erste, was passiert ist. Und das, ich glaube, wenn man so darüber nachdenkt, was das für ein Ort ist, ist der einerseits natürlich im Schutzraum bis zu einem gewissen Grad, aber das ist natürlich auch irgendwie, muss man dann auch sich angucken, was passiert, wenn der irgendwann geteilt wird mit anderen Menschen oder so. Aber es ist vor allen Dingen eine ganz spezielle Form von Arbeit, die da, glaube ich, entstanden ist. Wie so eine Form von Care, die einer Sache, also einer Sorge eigentlich, die so einer Sache gewidmet wird. Eine Sorgfalt, also im Gedanken nicht nur hinzuschnoddern, sondern sich die Mühe zu machen, dem eine Sorgfalt zu geben und sozusagen diesen Anlass immer wieder wert dieser Sorgfalt werden zu lassen. Und das ist, glaube ich, also dieser Ausschnitt, den wir jetzt publizieren, der ist auch eigentlich nur aus einem einzigen Grund, oder hier publiziert haben in diesem Buch, aus einem einzigen Grund geframed, weil er eine große Dichte hatte. Und die zum Beispiel nur entstand, weil ich einfach Zeit zum Schreiben hatte, die ich sonst sehr wenig hatte. Und dann ist es sehr verdichtet in diesen paar Monaten, oder es sind eigentlich 2 Monate oder so. Und ich glaube, so diesen Ort immer wieder aufzusuchen, aber ihm eben auch diese Zeit zu widmen, das ist, glaube ich, wie so der entscheidende Punkt, um mir so zu beschreiben. Ja. Sich die Mühe zu machen. Ja, und auch immer wieder zu erlauben, dass sich das Leben so einschreibt. Also ich glaube, ein Punkt, von dem es auch, genau, es war von Anfang an Fließtext, aber auch immer aus der Situation heraus. Also man konnte dann nicht mehr ausklammern, was in der Zeit passiert ist oder in dieser Woche passiert ist. Und das ist irgendwie so direkt mit eingeflossen, wie der Regen. So, es hat immer wieder ins Dokument geregnet. Und das war dann irgendwie so ein ganz... Buchstaben. Ja, Buchstaben unter anderem und Ereignisse. Und deswegen kommen auch immer wieder sehr unterschiedliche Phasen in diesem sehr langen Dokument. Was kommt jetzt für eine Phase für jetzt uns kommt, hier? Jetzt kommt die Frage, halten wir es aus Pause? Oder gehen wir rein? Ja. Was? Was? Ich verstehe jetzt, das rechte Spiel kommt. Das zieht wahrscheinlich gleich wieder weg. Ja. Also ich halte es aus, aber das muss man, vielleicht machen wir eine kurze Getränkepause. Ja, das ist doch gut. Ja, kurze Getränkepause. Jetzt ist Getränkepause. Gut, dann machen wir weiter, oder? Ja. Ja. Wieder direkt reinspringen. Ich komme mir eigentlich vor, als wäre gar nichts passiert. Nö. Ja. Außer wir gehen jetzt weiter, wo geht's weiter? Im Oktober. Und vorher waren wir mal im August und im September. Ja. Und das bist du, oder? Mhm. Okay. Ein Sprung zu 21 und 29, 4. Oktober, immer noch 2021. Liebe Sarah, liebste Sarah, Sarah, hallo. Mein Zustand hat sich nicht wesentlich... Mein Zustand hat sich nicht wesentlich verändert. Verwirrt. Um Kette zu rauchen, lehne ich meinen Kopf weit aus dem Kellerfenster des hell türkis gefliesten Badezimmers des Direktors des Kunstvereins, bei dem wir zu Gast sind. Wieder zu Hause zwischen benutzten Tellern und Tassen, jeder Menge Bücher, Klamotten, Papier und weiß der Teufel was noch allem, das über, unter und aufeinander liegt, überall, erwarte ich nichts sehnsüchtiger als das Kommen des Alters. Coming of Age. Age, die Erfahrung, die Weisheit, Erfahrung, die Überzeugung wird, die Ruhe gibt, die Dringlichkeit löscht. Irgendwo fangen wir einfach an. 52. Jackie, if we can't stitch together the beginning, nor do we see an end, then let's start in the middle, where we are. So oder so ähnlich sagt es die zu mir. Wie aber umgehen mit dem, was da einfach Fäden spinnt, hin und her fliegt, ohne dass wir irgendetwas dazu tun? Und nicht nur umgehen, wollen wir nicht damit tanzen, darauf surfen, irgendeine Form der Beziehung dazu herstellen. Die Erzählung von Coming of Age ist die einer Ankunft, eines Ankommens als Endpunkt nach einer wilden Reise, von dem aus sich alles nur in verschiedenen Variationen so oft wiederholt, bis wir sterben.
Wie du in deinem Romanentwurf angedeutet hast, ist das die Erzählung der allermeisten Filme, Bücher und Instagram-Accounts. Eigentlich aber müsste es Becoming of Age heißen, das Werden des Alters. Wir werden immer wieder erwachsen. Zu alt sind dann nur die, die das Altern als zwei, vielleicht drei Schritt verstehen, die nicht mehr älter werden, sobald sie erwachsen sind. Sie überwinden das Alter und kommen ganz in der Zeit an, die genau dann stehen bleibt. Nicht auf der Suche nach der verlorenen Zeit, sondern verloren in der Suche nach der Zeit. Die Sehnsucht nach Tiefe, der Schmerz um ihre Abwesenheit ist groß. Mein Magen, mein Brustkorb ist ein fest zugeschnürtes Päckchen. Gleichzeitig absolute Unfähigkeit, mich der Tiefe zu nähern. Angst, mich ihr zu nähern. So viel Angst. Wovor eigentlich? Alles zu verlieren? To lose it? Ich bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Wenn einem alle Fäden aus der Hand rutschen oder wenn man alle wie Zügel fest mit der Faust umklammert hält. We are who we are and from there we start building self-confidence. Das hat Job zu mir gesagt und auch wenn es oberflächlich klingt, hat es eine Spur in mir hinterlassen. Es waren nicht die Worte, sondern wie er sie in die Welt entließ, schwer, triefend, warm wie Meeresschlamm auf nackter Haut. Seine Fähigkeit zu akzeptieren, wo jemand in diesem Moment steht, ohne zu entfliehen, aber auch ohne den Sinn der Möglichkeit zu verlieren, war uferlos. Die Gleichzeitigkeit ist entscheidend. Grounds for Magic Leaps. Mit ihm konnte man immer wieder ins Jetzt zurückfallen, nochmal alles vergessen, sich nochmal erinnern, das Älterwerden erfinden. Die Kurve nicht kriegen, das Puzzleteil nicht finden, den Bogen nicht spannen, den Teppich nicht knüpfen, immer wieder scheitern an der Zeit, um in die Tiefe zu fallen. Kennst du dieses volkstümliche Gedicht, das aus lauter Paradoxien besteht? Ich meine mich an das Gefühl, als Kind zu erinnern, an die bis zum Bersten gespannte Freude, welche sich in quiekendem Glucksen entlud, wenn ich folgende Zeilen vorgesagt bekam. Dunkel war's, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die runde Ecke fuhr. Es braucht ein neues Bild, ich nicke heftig, aber vorerst ist da Dunkelheit. Vielleicht gar nicht so schlecht, um sich selbst zu erkennen. Um Narzissmus wird es auch gehen, ja. Narzissmus ist ein entscheidendes Rädchen für die Konzeption kapitalistischer Strukturen, aber als Diskurswaffe genauso eine Erfindung von ihnen, oder? Mein Kopf ist jetzt zu müde, um weiterzudenken. Ich will rauchen und schlafen. Dabei werde ich mein Bestes tun, den Generationenroman zu vergessen und darauf zu achten, ob nicht irgendwann im Dunkeln der Umriss eines Bildes zu zucken beginnt. Sarah, mach's gut und erzähl mir mehr von allem, von K. und den Ornamenten. Diese Briefe nämlich sind so ein Tool für den Geist der Tiefe, ein zartes, eines der allerwenigsten. Ich umarme dich, Jackie. 9.53 Uhr, 25. Oktober 2021. Der Mond ist einmal voll geworden seit dem letzten Brief. 20 Tage habe ich gebraucht, um mich einmal um die eigene Achse zu drehen und die Tasten hier im Dock wieder mit den Fingerspitzen zu verbinden. Ich würde gerne sagen, dass ich in der Zeit das Material habe wachsen lassen, reifen, dass ich fermentiert bin, wie dieses Getränk, das hier getrunken wird, Pulque. Ein Glas voller Pulque, das würde ich dir gerne anbieten. Würde sagen, die Bakterien haben ihren Job gemacht, der Boden ist durchgepflügt, ein bisschen trinkbarer Humus ist dabei herausgekommen. Aber natürlich stimmt das nicht. Die Fragen stehen alle immer noch sperrangelweit offen, der Kopfgarten wildert Unkraut. Nur mein Körper hat sich hier an die Mondphasen angepasst. Vielleicht funktioniert das Schreiben hier im Dock auch eben gerade nicht über Erkenntnis und Fermentierung, sondern nach Gesetzen wie Ebbe und Flut. Mit der Flut stülpt sich das Innere nach außen. Die Dringlichkeit, den Pflanzen Namen zu geben, wächst. Immerhin, das Geräusch des Stülpens könnte klingen wie Pulke. Dunkel war's, der Mond schien helle. Es ist merkwürdig. Manchmal kommt es mir vor, als wären wir zwei Köpfe auf einem ähnlich gleich fragilen Körper, eine Hydra. Stell dir vor, wie unendlich viele Erfahrungen dieser Körper machen würde mit unseren beiden Köpfen auf einem Hals. Das Problem der individuellen Endlichkeit wäre halbiert. Damit vielleicht auch der Stressfaktor, alles in einem Leben erlebt haben zu wollen. Eine meiner wenigen Erinnerungen an meinen Vater ist, wie er mit seinem leicht pfälzischen Dialekt mir eben dieses Gedicht aufsagt und genau wie du bei jeder Zeile in lautes Lachen ausbricht. Neben ihr eine olle Schwulle, zählte kaum erst 16 Jahre, in der Hand eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war.
Die Zeilen kann ich bis heute alle auswendig. Rauf und runter muss er mir das erzählt haben, auch wenn es in meinem Gedächtnis zu einem einzigen Geräusch, einer Sekunde, einem kompakten Riegel von Schmalz und Tod zusammengeschmolzen ist. Leichtigkeit und ein Geheimnis durchziehen diese Erinnerung wie die Schachtel, die er im Schreibtisch hinterließ, mit seinem ersten weißen Haar in einer schmuddeligen Plastiktüte, kleinen Elefantenfiguren, Ringen, Zetteln und einem Geruch, den ich in einem Hanf and Supply Shop in London 15 Jahre später als ein indisches Räucherharz wiedererkenne. Etwas Verdrehtes, Unzugängliches und Verborgenes liegt in diesem Lachen, das ich nach wie vor hören kann, eine ganze Welt um die Ecke gedacht, die meinem siebenjährigen Ich verborgen und gleichzeitig verheißungsvoll ein Gleichnis offenbart. Es ist vielleicht meine früheste Erinnerung an eine Logik, die sich erst im Lachen erfüllt. Eine Kinderlogik, voll schmerzvollem, weltlichen Ernst, eben wie ein totgeschossener Hase, der auf der Sandbank Schlittschuh läuft. Eine Logik voller Witz und Traurigkeit. Welche Sprache verlangen wir von der Welt? Welche verlangt sie von uns? Wenn nicht die wie eine acht gebaute Stierkampfarena und die sie umfahrenden Highways mit ihren betonierten Pfeilern und den metallenen, käfigartigen Fußgängerbrücken hinter mir lasse, wenn ich den Periferico mit den staubigen, schmalen Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen unter den Brücken, die als Kampiermeilen einzeln hier Unterschlupf bieten, im Rücken habe, tauchen vor mir plötzlich Palmen, uralte Bäume und Kakteen auf. Der Park meiner Nachbarschaft ist sattgrün und still. Eine riesige blumenbeetverzierte Uhr teilt den Boden in Stunden und Minuten. In einer Blase neben mir spielen zwei junge Männer konzentriert Schach. Und ich, einsam am Tisch für zwei sitzend, erinnere mich an das Schachbrett aus Keramik, das ich im Jahr zuvor für J entworfen habe. Als Ersatz für leidenschaftliches Boxen wurde J im Lockdown leidenschaftlicher Schachspieler. Eine Übersprungshandlung, die irgendwie Sinn zu machen scheint. Weil ich mich aber beim Zeichnen des Spielbretts in den nassen Ton verzähle und mir erst nach dem Brennen auffällt, dass sein Brett statt 8 nun 7 Reihen hat, wird das Gameboard für J unspielbar, zum reinen Ornament. Unspielbare Spiele sind wie dein Gedicht voller Paradoxien. Ein Gleichnis, ein Muster, das sich entlang der Nullen, der Fehler entrollt, indem die Null zur 1 wird und die 1 verschwindet und dazwischen nichts. Ein unspielbares Schachbrett mit 7 Reihen ist ja aber eben auch nur ein neues Spiel mit neuen Regeln. Nachts sitze ich mit einem Taxi, einem der Taxis, die ich alleine nicht nehmen würde, ein Stadttaxi, um die sich die Entführungserzählungen ranken. Aber A winkt mich rein, ist souverän und erklärt mir auch die abgeschnittenen Gurte, mit denen ich mich vergeblich anzuschnallen versuche. Weil die Polizei eine Weile intensiv Bußgelder für unangeschnallte Fahrgäste vergab, begannen die Fahrer, die Gurte in ihren Autos abzuschneiden. Keine Gurte ist keine Möglichkeit, sich nicht anzuschnallen, ist keine Strafe. Das Spiel hier in Mexiko entrollt sich nicht in meinem Kopf, sondern entlang der wirklichen Körper. Es ist lange her, dass ich meinen Körper so deutlich wahrgenommen habe. Schon mit dem Aufschlagen auf der Rollbahn nach dem Flug gegen die Zeit waren meine Hände größer, die Konturen stärker geworden, meine Schenkel aus Fleisch durchblutet und die Haare ein wenig blonder. Das ist nicht nur angenehm. Sich seines Körpers als Objekt und Tatbestand wieder bewusst zu werden, ist elektrisierend. Anders als die Spiele im Kopf ist es im Zweifel schmerzhaft, vielleicht sogar tödlich, sicherlich durchdringend. Es bewegt sich anders als Subjekt und Objekt zugleich. Man muss schauen und schirmen und der Radius lässt sich so nur sehr langsam vergrößern. Es ist nur in zweiter Instanz der Körper einer Frau, das sicherlich auch, aber in allererster Instanz ist das ein Körper aus Fleisch und Blut und Haut und Haaren und tastenden Tentakeln und riesigen Augen. Mit dem Körper Neues zu lernen, ist eine andere Form des Lesens und wie Sex. Sex mit einer Stadt, aber vielleicht auch mit den Menschen und dazwischen mit sich selbst. Der Körper denkt anders, schneller und zugleich langsamer. Er sagt so lange Ja, bis die Haut verrieben ist, die Derma zu dünn, die Beine wackelig. Der Kopf hinkt nach. Wie ein alter Mann auf Krücken läuft er meinem Körper hinterher, schreit ihn an. Nicht so schnell, knickt um, fällt hin. Der Boden ist der Schlaf ist rauer Asphalt. Hier auf dem Schachbrett mit 7 Reihen gegen dich Schach zu spielen, ist mein Provisorium. Natürlich sind die Felder immer noch schwarz und weiß. Die Dialektik des Spiels haben wir auf der Oberfläche noch nicht ganz ausgetrickst.
Dazu brauchen wir das neue Spiel, die neuen Regeln, die vielleicht so zu einem anderen Ausgang führen. Let's gamble. Wieder schleicht sich die Zeit mit ihrer Unberechenbarkeit, ihrer Ungleichzeitigkeit in diesen Text. Denn während ich die letzten Sätze schreibe, schaue ich auf die Uhr. Es ist 16.16 Uhr, der 6.11. Zwei Wochen ist der Anfang dieses Briefs alt. Im Kopf gleite ich aus, schlittere durch eine Raumzeit, bis ich ins Gate krache, durch das ich mich per Flugzeit wieder in den alten Teil meiner Welt fliegen lasse. Der alte Teil ist inzwischen nicht mehr alt, sondern neu und gleichzeitig wie immer. Er ist der alles zermalmende Alltag, in dem sich Nächte und Tage ganz ordentlich abwechseln. Als ich den Brief begann, endete meine letzte Woche in Mexico City. Damals schrieb ich, falls der Mönch wieder neben mir sitzt, werde ich ihn in ein Gespräch verwickeln. Der Mönch war diesmal nicht im Flugzeug. Deine Sarah. November 8.17 Uhr. Während draußen der Weltkrieg Mensch versus Virus oder Mensch versus sich selbst wieder in vollem Umfang tobt, rüste ich mich erst mit einem Boostershot, dann mit viel Schlaf, Büchern und ein paar Winterpullis für die knappen 2 Wochen Roadtrip allein, erst zur Trauerfeier und dann zu der Lecture-Performance, für die ich und A eingeladen wurden. Ich bin mir fast sicher, dass ich Corona bekommen werde auf dieser Feier mit 150 Leuten in einem großen Saal, alle an einem langen Tisch, emotional aufgeladen und mit vielen Flaschen Wein. Social Distancing wird sich hier in Menschlichkeit auflösen. Umarmung vor ist gleich vom Virus, das Risiko der Nähe. Jedes Leben kann nur unter seinem Einsatz geschehen, sage ich mir. Als ob es kein Leben gäbe, dem der Tod nicht vorzuziehen wäre, sagt Hannah Arendt. Recht hatte J, seines vor dem Winter zu beenden. Der 10.10. 1-0-1-0. Ein Dazwischen. 1 und 0. Und auch irgendwie auf dem Punkt von 0 zu 1. 1-0-1-0, ein Code für Leben. Ich schaue mir die Zeremonie im Krematorium auf Zoom an, auch eine Form der Apokalypse. J habe gesagt, dass der Tod ein ganzes Leben lang sein Gefährte war, ihm stets auf den Fersen. Die Mutter, die bei seiner Geburt oder kurz später stirbt, die schweren Depressionen, die 2 Krankheiten, wovon er die letzte nicht überleben wird. Ich fahre 2 Tage hintereinander über 7 Stunden Auto. Durch die Nacht begleiten mich die Worte von Josef Strau, der eine Zoom-Lecture gibt, zu der ich mich dazuschalte, während der kleine Suzuki Swift emsig und laut Kilometer um Kilometer frisst. Je mehr Strau redet, desto schneller und mehr redet er über Zeit, desto zerstreuter das, was er sagt, bis er Stories von faulen Zähnen und guten Zahnärzten, dem Kunstmarkt und seiner Sammelleidenschaft durcheinander wirft, um bei der Frage zu landen, ob das, was er mache, überhaupt Kunst sei. Er redet wie ein ungeübter Jongleur mit 10 Bällen, die er hastig in die Luft schleudert und ungeschickt fallen lässt. Die Sehnsucht nach Ordnung, ein Treibsand, der ihn tief ins Chaos zieht. Dieser Talk ist so unprofessionell, so hoffnungslos indiskret, oft notwendig und manchmal unnötig persönlich, dass ich mich in ihn verliebe. Sarah, bin ich bescheuert, dass mir das so sympathisch ist, dass ich wünschte, die ganze Welt wäre so unprofessionell und unmittelbar oder es gäbe zumindest mehr Platz in ihr dafür? Seitdem ich A Choreographer's Handbook von Jonathan Burroughs wieder lese, dieses Mal, volle 7 Jahre nach Erwerb, ganz und richtig, versuche ich, bessere Fragen zu stellen. Ich glaube, diese Fähigkeit wird unterschätzt. Die richtigen Fragen zu stellen, kann alles öffnen. Ein Magic Leap vollziehen, wo Aussagesätze und das ausgelutschte nach oben ziehen der Tonhöhe am Satzende nur zu Bohrlöchern führen. Gestern sitze ich mit R am Fassfeuer, das wir im Garten gemacht haben. Wir sprechen über die Eigenschaft von Philosophen ohne ihn, die gerne in einem nie endenden Slalom um die großen Ideen der Philosophiegeschichte monologisieren. Sie sagt, ihr Bruder sei so einer und seine Freunde auch. How does this idea concern your life? Sei die einzige Frage, die die Jungs dabei in Schlingern bringen. Vielleicht ist es die alles entscheidende Frage, ohne die in diesem Jahrhundert nicht mehr über Ideen geredet werden darf. Heimlich stecke ich sie mir in die Tasche. Es ist jetzt 11 Uhr und ich muss helfen gehen. Um 15 Uhr beginnen die Zeremonien. Ich will noch so viel sagen, Sarah. Aber jetzt gehen die anderen vor.
Am wunderbarsten und wunderlichsten sind hier die Stimmen und Sounds, die durch die Gänge des alten Klosters schleichen, sich in manchen dunklen hölzernen Ecken festkrallen, an den Geländern und sich auf Tischen zwischen Geschirr und dem Grün draußen wie Leporellos lang und länger entfalten. So viel Interessantes wird hier gesagt. Meine Ohren sind groß und aufrecht und ich lerne und pubertiere und will dir alles erzählen. Bis dahin, schreib mir doch. Über Eros haben wir auch noch nicht geredet, den Motor, das Öl und Blut der biochemischen Quantenprozesse. Liebe Sarah, ich hoffe, dir geht es gut. Ich umarme dich von einem sehr besonderen Ort, Jackie. Kommen wir mal schnell so einen Applaus. Irgendwie überlegt, wie ich da nochmal die Kurve kriege. Ich habe vorhin ja gesagt, dass ich mich nach diesem Radiobeitrag euch irgendwie so nah gefühlt habe. Und dann habe ich irgendwie vorhin überlegt, jetzt habt ihr auch dieses Buch rausgegeben und davor habt ihr ja öffentlich gesprochen eigentlich. Und das, was ihr da öffentlich gesprochen habt, inwiefern ist das denn eigentlich nochmal überarbeitet? Also jetzt diese Figur, also ich sage jetzt mal die Figuren, zu denen ich mich da nah gefühlt habe oder so, inwiefern sind die nochmal wirklich so behauen worden, weil ihr beide sagt, in eurer Biografie, ihr arbeitet mit Fiktion und Autofiktion, das Selbst, die Figur, wen habe ich, also auch das, was wir jetzt da gelesen haben, wie viel ist da übrig geblieben von dem Echten, in Anführungszeichen? Es gibt sogar noch eine Passage, die hast du geschrieben, Sarah. Manche Geschichten erzählen sich von allein, manipulieren die Erinnerung im Flug und formen sie neu. So. Naja, ich meine, das ist eine große, oder sind viele Fragen aneinander, habe ich das Gefühl. Also vielleicht beim einfachen Anfang. Das Buch ist lektoriert, weitestgehend nicht editiert, glaube ich. Könnte man so sagen. Wir hatten einen ganz tollen Lektor, Simon Nagy, der das gemacht hat mit uns. Und der hat aber den Text, also beziehungsweise den Text, die Briefe, wie wir sie geschrieben hatten, eigentlich kaum verändert, sondern er ist eigentlich nur auf sprachliche Unklarheiten eingegangen, wo wir vielleicht Rechtschreibfehler ohne Ende drin hatten oder Begrifflichkeiten nicht ganz klar waren. Also der hat eigentlich sich hauptsächlich der Sprache gewidmet und war da auch sehr fein, die irgendwie, glaube ich, zu verstehen und auch nicht zu stark einzugreifen. Dann gab es Passagen, die wir rausgenommen haben, schon im Vorhinein, weil sie uns vielleicht entweder als zu persönlich ist schwierig, weiß ich nicht genau, aber die wir auf jeden Fall rausnehmen wollten, aus unterschiedlichsten Gründen. Also es sind auch immer wieder Teile, die jetzt nicht in einem veröffentlichten Teil drin stattfinden sollen oder können. Und dann haben wir jetzt hier für die Lesung sozusagen, haben wir nochmal das Material aus dem Buch zusammengestrichen, sehr stark. Und deswegen haben wir jetzt auch nicht aus dem Buch, sondern aus diesem Manuskript gelesen und haben da ein bisschen versucht, irgendwie für diese Lesung nochmal eine Linie reinzubringen. Da sind ganz viele Briefe ausgelassen. Also wir haben jetzt nicht die Folge der Briefe gelesen. Stimmt, das Teile ist ein Auszug. Ne? Das sind einfach nur Auszüge, genau. Ja. Aber auch Teile von den, also nicht nur, dass wir ganze Briefe ausgelassen haben, sondern auch Teile von den Briefen sind ausgelassen jetzt für diese Lesung. Also ich würde sagen, für jede Form der Veröffentlichung müssen wir uns die Frage neu stellen. Für jeden Moment des Zustandekommens wird die anders gestellt. Aber es gibt einen total interessanten Punkt, der vielleicht auch das irgendwie noch besser erklärt, nämlich in jedem Moment des Ausstreichens oder Wegnehmens haben wir immer am Anfang das Gefühl, die Briefe sind eigentlich austauschbar. Wir könnten das von irgendwie 2020 genauso mit einem Brief von 2022 zusammenstellen. Und es stimmt auch auf eine gewisse Art, aber weil sie sich eben, und das hat man ja auch beim Lesen oder beim Zuhören wahrscheinlich gemerkt, gar nicht so eindeutig aufeinander beziehen. Also es ist eher so, als würden zwei sprechen. Es gibt gar nicht so ein klares Reaktionsbild. Es ist keine Antwort. Es ist keine richtige Antwort und trotzdem ist es fast unmöglich, diese Fäden auseinanderzudröseln, weil die Bezüge dann eben doch in jedem einzelnen Brief, also
sei es ein Begriff, sei es ein Gedanke, ein Motiv, ein Bild. Und diese Verwebung ist, glaube ich, wie so das Authentischste daran oder der Moment, der am stärksten irgendwie das Problem auch vielleicht von Authentizität oder sowas formuliert. Weil es ist einfach aktiv oder real gelebte Zeit, die da reinfließt. Und es ist sozusagen auch die Verwebung von Zeit in den Briefen, die stattfindet. Und die ist auf eine gewisse Art linear, wenn auch sprunghaft. Ja. Also es passiert eins nach dem anderen. Und ohne diese Bezüge, glaube ich, wären es eher Essays. Und das sind sie nicht. Ja. Und das voll und auch mit diesen Figuren, die eben auftauchen oder ja Bildern, Worten, Begriffen, die auftauchen und wieder fallen gelassen werden und dann doch wiederkommen. Du hattest das irgendwann mal in einem ganz anderen Brief geschrieben, dass man sich irgendwie, also und ich glaube, das ist für uns relativ ähnlich, diese Erfahrung, dass wir uns so hinsetzen können und man schreibt einfach los. Also man, klar, es gibt, hat man vielleicht Sachen im Kopf, wo man denkt, ah, das wäre irgendwie, würde ich gerne mit Sarah besprechen oder das würde ich irgendwie gerne da reinpacken. Aber es gibt nicht ein Konzept dafür oder so. Man setzt sich tatsächlich hin und dann ist es so reich schon, wenn man das liest und aufnimmt, was der andere irgendwie gesagt und geschrieben hat, kommen sofort so viele Sachen wieder auf und die bedürfen irgendwie keiner Konzeption. Also man muss sich jetzt, genau. Muss ich vielleicht so fast widersprechen, weil es ist ja gar nicht so, also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwo, Park, Sarah, ich habe schon wieder 10 Minuten auf den Bus gewartet, dann also wie so Lappalien, sowas oder so, wirklich so Alltagsgeplänkel, das ist ja zum Beispiel, gibt es eigentlich wenig oder so. Dann gibt es die Referenzen oder Bücher oder Personen, mit denen ihr euch beschäftigt, das wäre wie so das Zweite. Es gibt schon so, würde man sagen, so eine Rezeptur oder es gibt so Ingredients vielleicht für den Teig. Und dann könnte man da jetzt quasi wieder sagen, ah, es ist ja eigentlich überhaupt nicht authentisch, weil es ja total, total ausgedacht. Nur das Schreiben ist quasi vielleicht in dem Moment oder so. Aber warum ist es ausgedachter? Also ich glaube, das ist ja auch so ein Motiv, das die ganze Zeit sich durchzieht, besonders bei diesen Briefen jetzt. Es gibt auch andere, da kommt es nicht so vor. Dieses Problem, dass das, was erlebt wird von Menschen, gesehen, gefühlt, also diese gesamte Form der Sinneswahrnehmung, die sich einfach, die gesamte Vergangenheit hinter einem durchzieht, die ist ja nicht eins zu eins auf dem Papier zu bringen. Also genau. Es gibt immer eine Auswahl. Und dieser Moment von Schema oder eben Ornament oder was auch immer, die wirft sich ja aufs Blatt. Und das ist, glaube ich, dieses Grundproblem, was Jackie, glaube ich, eher meinte, ist, dass es keine formale Konzeption dabei gibt, bevor man sich hinsetzt und sich das überlegt, sondern es ist vielleicht eher diese Beziehung, also die Relation zwischen uns beiden, die eine Persona kreiert, die ist nicht autofiktiv, die ist ja absolut in dieser Freundschaft verankert, so. Aber die schreibt sich da rein und würden wir einen Briefwechsel mit jemand anderem beginnen, was ja auch existiert, wären das andere personell. Und das wäre wirklich ein bisschen, schreibst du da noch anders oder schreibt ihr dann anders? Macht ihr, also wenn wir über Figuren reden quasi, also ich versuche es wie so, das ist jetzt so Briefwechsel und so, als wäre das jetzt eine, wäre das ein literarisches Projekt oder so, dann würde ich jetzt mich als Sarah, authentische Sarah, fiktionale Sarah weiterdenken, okay, die Sarah, die zu dieser Person schreibt, die schreibt irgendwie anders oder so. Oder ist es eigentlich ganz natürlich, weil du mit jeder Person natürlich ganz anders sprichst? Es gibt einfach wenig, oder willst du anfangen? Ja, nee, aber also voll, ich würde absolut sagen, und das finde ich auch, oder finden wir beide, glaube ich, einen total spannenden Aspekt, dass je nachdem, zu was man sich in Beziehung setzt, das Schreiben immer schon mitgeprägt ist. Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, anders. Und natürlich gibt es auch Elemente, die sich dann durchziehen, also ja, wo man auch Sachen wiedererkennt, wenn man jetzt quasi Texte lesen würde, die an verschiedene Sachen oder Personen adressiert sind. Aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und das auch geschehen zu lassen und so aufzunehmen, ist, glaube ich, das auch, was viel Spaß macht und wo es auch eine Suche ist und irgendwie andere Formen oder ja, andere Sachen und andere Gedanken entstehen, wie wenn man jetzt selber das für sich aufschreiben würde oder so. Klar. Ja. Ja, und also
Und natürlich ist es auch, also ich glaube, fast jedes Format hat einen eigenen Call to Order. Also es gibt eigentlich kaum Formate, die das nicht... Jedes Restaurant. Jedes, ja, alles. Also das heißt, das ist, glaube ich, so Wesensart. Aber was ich, glaube ich, daran immer interessant finde, ist, dass es ja nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft geht, weil das ist ja nicht abgeschlossen. Also es sind, glaube ich, inzwischen vielleicht wie so 300, 400 Seiten Textkonvolut, die entstanden sind. Das sind so 600 Buchseiten. Ja. Sowas, genau. Ja. Einfach unglaublich viel, kaum handelbar. Genau, und gleichzeitig ist es ja in die Zukunft gerichtet, sind es 600 mehr, weil das Sprechen hört ja nicht auf. Genau, das kommt auch am Anfang, oder das haben wir auch gehört, es gibt eigentlich kein Ende, also ich meine, solange ihr schreiben könnt oder solange ihr eure Freundschaft besteht, geht es weiter. Aber das sind vielleicht die Hauptparameter für den Text, diese beiden. Also genau darauf reduziert sich es dann. Sehen, schreiben und befreundet sein. Sehen können, schreiben können, denken können. Was für ein Schlusswort. ja, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank an Anne Gruber, die dieses Buch auch möglich gemacht hat. Ja, voll, und die uns sehr unterstützt hat. Danke. Ja, danke. Und auch danke fürs gute Gespräch. Können Fragen gestellt werden? Ja. 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 Zu mir ist dann eine Frage, dass du gesagt hast, dieses Format hat einen Call to Order eigentlich. Bei so einem Briefwechsel entsteht so eine Intimität. Und die Frage ist dann, wie fiktiv ist diese Intimität, die durch den Briefwechsel entsteht? Vielleicht auch. Also ich würde sagen, vielleicht, wir hatten das heute Morgen kurz, weil ich was gesagt habe und Jackie hat mir widersprochen. Und das ist was in diesen Briefen auf eine Art nicht passiert. Weil, sie muss mich ausreden lassen bis zum Ende und ich sie auch. Und das ist natürlich im besten Falle passiert das ja auch so, aber in Realita selten. Und ich glaube, dass diese Intimität schon eine andere ist, als die, wenn wir jetzt in der Bar abhängen zusammen. Weil sie ja auch, also es ist eigentlich vielleicht diese Projektion, die man hat, wenn man Menschen mag, dass man eigentlich etwas auf jemanden projiziert und in dem Raum dieser Projektion auch ein eigenes Selbstbild nochmal entwickelt oder ein Bild von der Welt entwickelt, was spezifisch ist. Und das ist, glaube ich, was da drin stattfindet. Also es ist natürlich auf eine Art künstlich, aber so künstlich, wie jede Beziehung künstlich ist. So, oder? Ja, doch, würde ich auch zustimmen. Und es braucht natürlich trotzdem wie so Real-Life-Care dann nochmal, um diese Intimität auch aufrecht zu erhalten oder so. Also die ist nicht vollkommen abgelöst. Und gleichzeitig, genau, können wir uns auch am Telefon streiten und diese Briefe gehen trotzdem weiter. Oder es ist dann nicht unmittelbar so. ja, es passiert. Genau, ist dann nicht quasi... sind die nächsten 6 Briefe nicht Streitgespräch oder so. Aber du hast. Also. Und insofern würde ich sagen, genau, ist es eine Mischung, aber es ist auf jeden Fall ein Ort, der irgendwie auch abgesteckt ist und wo was existiert, was ein bisschen unantastbar bleibt von so, zumindest in der Unmittelbarkeit von Dingen, die uns widerfahren, direkt. Also genau, wir können auch noch kam auch irgendwann auf, wir haben, also was auch ja spannend ist, dass wir uns in diesem Dokument oder in diesem Austausch auch immer weiter was zu sagen haben, selbst wenn wir uns eben auch öfter telefonieren oder uns öfter sehen. Wenn wir uns jetzt jeden Tag sehen würden, weiß ich nicht, aber ich glaube, selbst dann wäre es irgendwie so, dass wir da noch auf dieser Ebene was zu sagen hätten. Oder zu schreiben. Ganz genau, ja. Genau. Ja, ist ja auch lustig, dass eigentlich ihr so angefangen habt und gesagt habt, dass man immer dieses Verlangen nach Nähe hat, aber dass eigentlich nur in der Distanz das entsteht, was ihr entstehen lasst.
Also man will quasi immer diese Nähe und dann redet man auf einmal über den Bus, der 10 Minuten zu spät kommt. Und in dieser Distanz entsteht dann was ganz anderes. Das finde ich so das Paradox irgendwie daran. Und das ist ja schon bei den Briefen, die ihr zitiert habt, schon immer so, wenn ein Briefwechsel passiert ist. Was mir voll gut gefallen hat, dass sie gesagt hat, das ist Care Work. Das finde ich total schön. Ich finde es eine Art von Sorge, die man so einfach machen könnte. Das hat mir so gut gefallen. Da fällt mir gerade noch was ein, wenn du das sagst, dass wir schon noch oft drüber gesprochen haben, dass das irgendwie so, oder ich meine, das Wort, oder das hat sich auch länger davor durchgezogen, dieses Teppichwort, dass es irgendwie voll der Boden ist, auf dem man stehen kann und von dem aus auch wieder andere Arbeit passiert oder auch gerade künstlerische Arbeit und es irgendwie so, wie so ein löchriger Teppich ist, der diese Arbeit, die andere, die dann woanders stattfindet, auch hält. Und da hat es auch einen sehr wichtigen Stellenwert oder so als Praxis. Ich hatte also erstmal Dank für diesen E-Mail. Ich hatte ja irgendwie das große Glück, dass ich dieses Google-Doc von Sarah irgendwie lesen durfte. Und ich hatte den Eindruck, dass wie in sehr vielen Briefwechseln, die man ansonsten auch liest, dass ihr euch so heranschreibt an so einen verliebten Pathos, der immer so messerscharf am Prätentiösen hängt, aber was gleichzeitig auch irgendwie die Qualität von jedem Briefwechsel, den ich irgendwie je gelesen habe, ausmacht. Ich wollte fragen, ob ihr das Gefühl hattet, dass es sowas gab wie so eine literarische Gattung, also wie wenn man den Briefwechsel eben ganz klassischerweise von Goethe und Schiller oder ähnlichem liest, und es gibt so eine gewisse Art von Sprache, die gemeinsam entwickelt wird, die so eine bestimmte Form von Verliebtheit verkörpert, die man vielleicht nur hat, wenn man so in der Art miteinander schreibt. Ob diese Art sozusagen zu denken und schreiben dabei, ob diese Gattung vielleicht irgendwie ein bewusster Bestandteil eures miteinander arbeiten und schreiben. Darf ich kurz? Ich habe das Gefühl, dass das auch in dieses Format eingeschrieben ist, diese Romantik. Ja. Ich habe Romantik nicht, das steht hier auf dem Zettel, wäre noch ein Begriff gewesen. Ja. Ich könnte mich da wie so anschließen, ja, an den Gedanken, glaube ich. Ja, es kommt auch in den Briefen vor, Romantik oder die das Abarbeiten daran. Und ich finde es ja gut, weil Romantik irgendwie ziemlich knapp ist zu Zeit oder so. Ich finde, also es ist nicht so, dass man überall so, dass es überall trieft. Ja, ich finde, es war jetzt auch lustig für diese Lesung, hatten wir so Streichversionen, wo wir, also vor allem bei Jackie, wo auf einmal dann das ganze Schmieröl verschwunden ist. Also wo auf einmal so dieser ganze Liebe Sarah und wie sehr und so, und dass das wurde so rausgestrichen in einer der Streichversionen. Es waren auf einmal eher so Thesen und Aussagen und Gedanken. Und dann wurde es so klar und hart und so. Und natürlich gibt es eine krasse Tradition davon. Ja. Und die ist natürlich da auch irgendwie mit drin. Und es gibt auch ein ganzes Genre von weiblicher Literatur, was da irgendwie so in gewisser Hinsicht auch natürlich drin existiert. Aber ich glaube, Tatsache ist, wenn das fehlt, dann fehlt die Aussage. Also dann ist eigentlich die These, die wir aufmachen, nicht mehr da. Und ich glaube, die gibt es nämlich schon. Und die These besteht nicht darin, dass wir mehr Romantik brauchen, sondern dass dieses Schmieröl, dieses Zwischenmenschliche, glaube ich, nicht... Also dass das eine andere Form von Sprache hervorbringen kann und auch vielleicht die Pausen lässt, die es braucht, um überhaupt zu prozessualisieren, was gesagt wird. Also es ist auch das Durchatmen und Erinnerungen oder auch sich zurück zu versichern, da ist jemand. Und da, also jemand hört mir zu und so. Und ohne diese Atempausen ist es halt... Theorie. Und nicht mehr, also das lässt sich sicher auch anders herstellen. Und was ihr hier herstellt, ist ja nicht nur Gedanken, sondern vor allem Nähe, habe ich den Eindruck.
sehr besonderer Form. Aber eben auch nicht nur Nähe zueinander, glaube ich, sondern auch Nähe zur Welt. Also das ist ein, das geht gar nicht nur so stark um diese Zweierbeziehung, sondern das ist ja ein Einschreiben auch in andere Dinge noch oder so. Ja, und auch die Liebe zur Sprache, oder? Also dieses genaue Auswählen von Begriffen, die im Gesprochenen vielleicht nicht so vorkommen. Und das ist wahrscheinlich vielleicht auch die Verbindung zur Romantik, wo das Vokabular um einiges größer war als. Ja. Toll. Und ja, so genau, so ein großes Bedürfnis, irgendwie schreiben zu wollen und dann auch immer wieder, und das kommt auch immer wieder in den Briefwechseln vor, auch eine Auseinandersetzung damit, was passiert, wenn es abbricht oder wenn einem plötzlich, ja, irgendwie die Sprache abhanden kommt oder man irgendwie denkt, man sich irgendwie in einem anderen Punkt wiederfindet oder so, wo was nicht mehr klappt, wie kommt man dann da durch? Und du hast das auch so oft gesagt, oder das ist, was so auch ein zentraler Punkt ist an diesen Briefen, ist, dass es immer weitergeht. Also auch über diese, genau über diese Momente hinweg, dass ich habe nichts zu sagen und, oder nichts zu sprechen, ich habe keine Sprache für das, was ich irgendwie, und dann geht man da aber drüber und dann passiert dann wieder was und so. Und dieses Weitermachen ist. Ja, und vor allen Dingen, das ist halt schon einfach faszinierend, was Sprache kann. Also es abstrahiert einfach die Dinge und es gibt einen Abstand zu dem. Und oder bringt sie näher. Ja, genau. Aber es ist schon ein unglaublich interessanter Prozess, die Dinge in Sprache verwandelt zu sehen. Also das ist die Hauptfaszination, die ich eigentlich an den ganzen Dingen habe. Dann immer jetzt denke ich, ach krass, also so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Und dann steht es aber dann irgendwie so da. Und das ist auf eine Art was natürlich, ich weiß nicht, ob man diesen Prozess von vorne bis hinten durchplanen kann oder ob man diese Formen, also das weiß ich nicht, für mich ist das eine künstlerische Frage wahrscheinlich am Ende des Tages. Ich glaube, das ist vielleicht sogar auch so ein Hack, so ein Trick auch, ein Hack, eigentlich so schreiben zu können. Ja. Mhm. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, er wünschte, er könnte so schreiben, wie er E-Mails schreiben kann. So, just do it. Ja. Ja, oder schreiben, wie man Sex hat. Ja, irgendwie. Also, wo der Raum so gemütlich ist, dass man sich tatsächlich so hinsetzt, wie man sich eigentlich schon immer wünschen wollte, auf dem Stuhl zu sitzen. Ja. Voll. Aber es ist nicht nur Comfort, weil am Ende musst du dir das angucken, wie du dann da sitzt. Das ist nämlich schon auch Teil von dem Ganzen. Also das ist natürlich eine Pose, die ich schon ganz lange überlegt habe. Die können wir nicht dann einfach so, wenn ich da in dem Raum sitzen würde. Leicht, ja. Ja. Danke, dass ihr eure Freundschaft, eure Liebe zur Sprache und zu den Gedanken mit uns teilt und dass Rene, du das so toll moderiert hast, dass ihr gekommen seid. Ja, vielen Dank.